Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, ich bin gerade wieder ein bisschen genervt, weil ich gerade eben, oder besser gesagt gestern, drei Parts von Fallout löschen durfte, weil das Aufnahmeprogramm einen kompletten Spinner hatte. Keine Ahnung, ob es das nochmal macht. Ich habe jetzt insgesamt 4 Testaufnahmen gemacht. Da gab es das Problem nicht mehr. Mal schauen. Falls es in diesem Part jetzt wieder zu diesem Problem kommen sollte, ist es mir ehrlich gesagt wurscht, dann wird es trotzdem hochgeladen, weil sonst komme ich hier nie mehr raus aus dem Ganzen hier. Ja, ah, ich habe die falsche Waffe, ich wollte die Waffe wechseln. Ach ja, wieder vergessen. Ich wollte nämlich auf den Ghoul-Töter wechseln, habe es wieder erfolgreich vergessen. Ich glaube, hier ist aber eigentlich keiner. Jo. Dann wechseln wir halt jetzt schnell. Also, Ghoul-Töter, weil hier sind ganz, ganz viele von diesen scheiß Viechern. Das ist der Radio, der so komisch tut. Ich hoffe mal. Jo. Also, machen wir das Ganze halt nochmal von vorn. Ein Vorteil hat der ganze Mist hier. Und zwar, ich habe einen Raum übersehen gehabt. Den können wir jetzt mitnehmen. Gott sei Dank. Waffenkammer, Verwaltungsterminal. Okay. Bla bla bla. Passwort erforderlich. Ja. Das haben wir gefunden. Türensteuerung. Ja. Na, nicht verriegeln. Passt schon so, wie es ist. Ja. Globus noch, müsste hier so passen. Gut. Hier sind wir fertig. Jetzt müssen wir darüber. Und jetzt muss ich noch schnell überlegen. Genau, hier war der Raum. Da sind auch nochmal 3 Ghoule, genau. Ganz genau. Puff. Und hin ist er, der erste. Dann haben wir hier noch ein paar. Na komm, wow. Was tust du gerade, Hancock? Alter. Ja, gehst sterben. Du bist Fink. Alter. Geht ja. Nachgeladen ist, das ist ganz wichtig, denn. Na komm. Ist der gerade hoch? Ach so. Aha, okay, das hatte ich auch nicht gewusst, dass es hier hoch geht. Boah, hallo, du schierer Teufel. Das ist ja unglaublich. Aha. Ja, und da unten ist der Grüne. Der Witz, ja, der ist auch schon da. Perfekt, super. Nicht allein. Na, sind wir nicht. Da hast du, boah, Entschuldigung, Hancock. Alter, du Saukern, geh sterben. Alter, mir geht gerade voll eine Gelse an. Du blödes Mistvieh, ich werde dich gleich wegklatschen. So wie den da. Geht mit, die will mich voll ins Gesicht stechen, blödes Viech. So, da hinten ist noch so ein Batschka. Natürlich fehlt die Ausdauer, was denn sonst? Ja, nichts getroffen. Na, so sicher nicht. Schießen. Ja, bäh. Passt, hin ist sie. Gott sei Dank. Na los, lass dich looten. So. Auf jeden Fall den Raum. Na komm. Den Raum da unterhalb, wo die Deppen gerade raus sind, da müssen wir nochmal hin. Denn da habe ich die Sachen eben vergessen, die ich vorher schon mal erwähnt hatte. So. Jetzt noch die ganzen Ghoule hier looten. Hier ist da noch was. Ja. Ja, ja, ja. Ist auch noch was. Und die Uhr ist buggy. Wundert euch nicht. Es ist wurscht, wie ich mich hinstelle. Die Uhr kann man nicht looten. Nein, nein. Die hat keinen Bock mitzukommen. So, bist du nicht jetzt auch so ein Auszubeutender? Ja. Dann hier oben auch noch. Ah, hier lebt irgendwo was. Und wo? Da unten, glaube ich, ne?
Ah, die wird gleich raufkommen. Hancock, mach dich bereit. Hallo? Nanu, wo ist denn der Chopper jetzt hin? Hä? Waren da nicht gerade Ghoul-Aufstehgeräusche? Komisch. Ghouli? Hallo? Keine Ahnung, wo der hin ist. Auf jeden Fall, Horuk. Da haben wir jedenfalls noch was. Da ist er ja. Ja, Alter. Spring einfach so ein Hancock an. Ja, toll. Haut natürlich nicht hin. Das ist noch so eine Schlampe. Sind wir jetzt fertig? Weil den Küchenraum hier habe ich ja auch nicht gelootet, nämlich. Gescheit wie ich bin. So, muss nochmal kurz darüber schauen. Ob da jetzt nicht. Da war noch ein Tinks, genau. Das da. Und. Da. So, ich glaube, mehr war hier nicht. Ah, der hopp. Yeah. Da, das klumpert, nehmen wir alles mit. Puh. Natürlich ausräumen. Da drüben ist auch noch so ein Tablett. Jawohl. Ich hoffe jedenfalls, dass es jetzt funktioniert. Wie gesagt, 4 Probeaufnahmen habe ich gemacht. Mein Wölfchen ist Zeuge. Er hat das Ganze begutachtet. Auf jeden Fall werde ich nach der Aufnahme hier nochmal schauen, ob wohl alles fehlerfrei ist. Wenn nicht, werde ich es nochmal probieren. Und wenn es dann nochmal das gleiche Problemchen ist. Ausgezeichnet. Yeah, supi. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwerer zu entdecken. Das ist sehr gut. Lass dich länger leben. Ja. Jo, jedenfalls, ja. Das Ganze ist nicht gerade super. Der Hancock trampelt da mal durch die Gegend rum. Na, was? So, genau, die nehmen wir auch alle mit. Da ist sonst, glaube ich, nichts mehr. Nope. Schaut, ist da hinten noch eine? Tatsächlich. Gut, dann hätten wir das hier schon mal. Ja, dann gehen wir hier weiter. Haben wir da irgendwas? Nein. Da ist scheinbar auch nichts, sonst sind wir auch schon hier. Da haben wir Aschenbecher, jawohl. Da ist auch noch was. Ja, dann hier noch. Also hier hätten sie uns dann angegriffen, die Ghule, inklusive den Leuchtenden. So, lala. Lala. Da ist, glaube ich, auch noch was drin, genau. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich glaube, jetzt habe ich's. Da drüben haben wir noch schnell was. Genau. Fü. Der ist sowieso leer. Bis da waren wir's ja. Gut. War ich hier drin? Ich glaube ja. Ja, ja. Ich glaube schon. Na passt, dann sind wir auch schon fertig. Na, Hancock, geh mal ein Stück auf die Seite. Danke. Sind wir hier fertig. Auftrag erfüllt. Jetzt können wir zurück zu den Farmen gehen, genau. Zu den Siedlern. Ja. Es ist halt, na, die liebe Technik. Meine Großtante hat sie immer gesagt, die Technik ist ein Hund. Die Gute hat recht. Hatte recht, muss ich sagen. Ja. La la la. Und hier, wo wir da sind, ist uns auch wohl bekannt. Das haben wir von außen gesehen. So, jetzt probieren wir das hier mal zu öffnen. Tür öffnen, perfekt, hat hingehauen. Supi. Ich glaube, da war auch irgendwo ein Ghoul noch. Ich glaube hier, ja, ja, da steht er schon auf. So, du schicher Fatzke. Da, aus ist. Passt. Ansonsten gab es hier nichts mehr. Nope. Nein, nicht dazu, vielleicht da oben noch irgendwas ist. Schaut nicht so aus, dann können wir uns porten.
Und zwar hier wieder rauf zur Kinderkrippe. Green Top, genau. Wird sicher anders ausgesprochen, aber irgendwie, es liest sich wie eine Kinderkrippe. Ja. Dann kann ich euch schon mal vorwarnen. Wir marschieren dann als nächstes in einen sehr großen Dungeon. Wirklich sehr groß. Ich meine, jetzt werde ich ein bisschen schneller sein, weil ich weiß, wie ich gehen muss. Das nutze ich jetzt natürlich auch aus, zum Wohle unseres Let's Plays hier. Seid ihr im Regen? Ich meine, die Gnädige war eigentlich hier im Glashaus. Die Questgeberin. Hallo? Noch eine Sache solltest du wissen. Leg dich nicht mit der alten Irrenanstalt an. Sogar die Raider halten sich von dort fern. Was? Ach so? Na, wo ist denn jetzt die... Ach, Mädel. Hallo? Wo bist du denn? Wahrscheinlich war die echt im Haus. Da unten ist sie auch nirgends, ne? Ist das wieder ätzend? Hallo? Ist hier jemand? Ich hätte eine Quest zum Abgeben. Sag mal, wo ist denn der Chopper? Na du. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, solltest du da mal hin. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja, da war ich schon. Kann jetzt nicht der Ernst sein, oder? Wo ist denn der Chopper hin? Beim letzten Mal stand sie im Glashaus. Jetzt hält sie mich da auf, oder was? Ist ja lächerlich. Die war da irgendwo kniend am Boden. Da drüben. Und jetzt ist sie aber nicht mehr da. Kann sie nicht dasselbe nochmal machen? Boah, ey. Ich schmeiß die Quest gleich weg. Ja, die ist weg. Wahrscheinlich ist sie einkaufen gegangen oder irgendwo scheißen, keine Ahnung. Entschuldigung, aber ist ja wahr. Blöde Kuh. Kann die nicht sein, echt. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Ja, dann nimm dir doch eine Frucht und hau sie dir rein. Das gibt's jetzt ja echt nicht. Jetzt gehen wir auf der Karte schauen. Wo ist denn der Trampel hin? Wie? Ich bin jetzt fertig? Oh, ich habe mich beim Falschen hingebordet. Ah, das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges natürlich. Was habe ich denn da abgegeben? Ach so, ich weiß schon, wie das gegangen ist. Ich habe ein bisschen... Okay. Dann müssen wir als nächstes hin. Ja. Da gibt uns Preston gleich einen Auftrag dafür. Wenn es halt gleich bleibt. Toll. Also weißt echt. Ist nicht mein Tag. Da ist sie. Oder er oder es, wie auch immer. Hallo Chopper. Komm her. Hallo. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Wirklich? Das ja. Sind großartige Neuigkeiten. Ja. Meine Liebe, wir sind dir und den Minutemen dankbar. Und ja. Ihr habt unsere Unterstützung. Ja. Passt. Freut uns. Ich ernte das mal alles ab für Kleber, den ich noch haufenweise brauchen werde. Muss jemanden darauf ansetzen. Na, musst du nicht. Du musst nur ernten und still sein dabei. So, passt. Das nehmen wir nämlich schön mit. So, jetzt da. Jetzt gehen wir zu Preston zurück, ne? Ja, genau. Ja. Zu Preston zurück. Der gibt uns einen Auftrag fürs Nächste und dann passt das schon. So war das.
Schön Zeit verschwendet wieder. Ja, so viel zum Zeitersparnis. Nix ist da. Keine Zeitersparnis. Komm, lad wenigstens mal schneller, ha, bitte. Ja. So, Preston, da schifft's auch wie aus allen Kübeln und Löchern und was weiß ich. Letztens war er da oben im Haus. Ah, warte, jetzt wird's mit unten angezeigt. Boy. Wo hatscht denn der Mannant? Ah, da drüben. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung das er geht. Hallo? Jetzt ist er wieder weg. Willst du mich schälen, oder? Der ist im Haus. Meine Güte. Da geht's rein. Hallo. Was brauchst du, General? Ich habe die Ghule erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Genau. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Ghule Sorgen machen müssen. Ja. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Bitte. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Jawohl. So. Okay. Dann ist es doch was anderes, glaube ich. Dann war es doch nicht die hier. Wo war das dann jetzt schnell? Da drüben. Genau. Da zuerst, ja. Das hatte ich eigentlich gemacht nach denen hier. Kann man das hier irgendwie... Habe ich das als Quest irgendwie gehabt? Nee. Ja, hat sich wieder alles geändert. Irgendwie ein bisschen halt. Dann kann ich mir wahrscheinlich den großen Dungeon noch sparen. Und ich gehe noch schnell abernten. Das bringen wir schnell runter in unsere andere Siedlung. Damit ich da haufenweise Kleber basteln kann. So, das Gemüse nehmen wir alles mit. So, jawohl. Ich stelle mir nur gerade vor, wie schön es ohne diesen verfluchten Regen wäre. Möchten Sie, dass ich Sie begleite? Na, anderes Mal. Entschuldigung, heute nicht. Ein anderes Mal. So. Ja, mit dem Zeug. So. Passt. Ich weiß. Wir müssen aber weg. Und zwar hierhin. Ganz flotti. Ja. Keine Zeit zum Plaudern. Ja. Dann machen wir eben die eine Siedlung da jetzt vor. Gut. Wir den Dungeon haben wir schon irgendwann wieder bekommen, denke ich mal. Hoffe ich mal. Komm, lade ein bisschen schneller. Ich möchte das Zeug gern einlagern. Jetzt muss ich mal nachschauen. Ha! Ich habe es nämlich komplett vergessen, ich glaube. Das habe ich ja auch noch nicht gemacht. Scheint wirklich was zu werden. Was? War jetzt was? Tatsächlich. Was wollte ich jetzt sagen? So, die brauchen wir dann jetzt alles für Kleber machen. Genau, ich wollte eigentlich, ich habe, wenn ich es nicht schon gemacht habe, die Powerrüstung verbessert. Ich muss jetzt schnell nachschauen. Warte kurz. Welche Dingens haben wir denn? Kleidung. Das sehe ich hier nicht. Scheiße. Muss ich schnell zum Ständer hinlaufen. Also zum... ja. Na komm. Und da auch. Na, die hatte ich schon, genau. Muss ich schnell dann zum Dingsständer laufen. Und vorher muss ich das mal aus... Da mal aussteigen. So. Da steht's auch nicht, ne? Nein. Hier draußen muss Weil wenn, dann muss ich haufenweise Kleber gerade basteln. Weil der ging mir immer aus. Ich muss da mal her. Bitte. Die Farm ist also, Gemüsestärke.
So, zweimal. Nur zweimal. Wir haben nicht so viel Mais. Leider. Es wird nicht reichen. Eine kleine Erfrischung gebrauchen. Wie geht's auch? So, einsteigen. Das habe ich natürlich einen Blödsinn gemacht. Ich hätte die Powerrüstung hinten ausziehen müssen. Hätten wir einen Vorrat an sauberen Wasser. Naja. So, hierhin. So, da mal alles reinschmeißen, den gesamten Schrott. Waffenmäßig das zum Beispiel und... Na, die behalte ich mal. Das und das und das und das und das kommt weg. Genau, das muss ich reparieren. Schrott ist eh schon weg, ne? Ja, passt. So, dann bitte einmal ausziehen. Natürlich klappt das so nicht. Jetzt aber. Perfekt. Was willst du trinken? So, also. Herstellen. Wir müssen mal reparieren. So. Entschuldigung. So. Und einmal noch. So, genau. Modell B. Ich hatte das aber schon auf Modell D. Ein paar, glaube ich, kann ich machen. Alle werden leider nicht gehen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Ist eh wurscht. Modell B zu Modell D. Dass wir wenigstens ein bisschen was haben. So, der nächste. Und? Na? Mach. Geht ja. So, dann das nächste. Wenn es noch geht. Jawohl. Passt. Dann noch ein. Perfekt. Geht sich auch noch aus. So, haben wir noch einen. Den Helm. D. Na, passt. Verlassen. Genau. So, perfekt. Super. Das lief. Das lief gut. Dann steigen wir mal ein. Jetzt haben wir besseren Schutz und so. Und ich glaube mehr Schaden und so weiter, den wir anstellen würden. Ich muss noch schnell was anziehen, weil wenn es kaputt ist komplett, dann ist es ja im Inventar statt an unserer... Also an uns halt, ne? So, das müsste passen. Passt. Leicht. Wie leicht sind wir? Gewichtmäßig. Oh Gott, von wegen leicht. So, Transfer. Es wird nochmal schön ausgemistet. Aufbereitetes Wasser, das kommt weg, 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 die kommen weg, die Karotte, das kommt weg, die Melone freilich, die Beeren hier. Was noch? Da tun wir sicher mal 7 weg. Da tun wir auch 6 weg. Rum kommt weg. Die kommt weg. Das kommt auch weg. Zuckerbomben auch. Diverses. Die Mods kommen alle rein. So, aber irgendwie habe ich es zusammengebracht. Ich glaube, die habe ich reingeschmissen auch. Ja, jetzt komme ich da schon hin, wo ich hin wollte. Ja, das passt schon so, weil den Rest habe ich, glaube ich, nebenher verbraucht. Essen, essenstechnisch. Jetzt muss ich nur schauen. Hancock, wo bist du denn? Hast du... Schieß los. Hast, ja, der ist voll wie ein Christbaum. Scheiße. Gib her alles bitte. So, natürlich kriegst du deinen Hut wieder. Wirf mal einen Blick rein. Ja. Hut. Bitteschön. Und so. Mann, Schande. Das habe ich jetzt natürlich vermasselt wieder mal. So, das. So. Das kommt weg. Der Raketenwerfer kommt derweil weg. Magazinkapazität. Das ist auch interessant. Aber halt kein Schaden, ne, was das macht. Das kommt mal weg. Das kommt weg. Und ich würde sagen... Den tue ich derweil auch mal weg. Bergbauhelm. Ansonsten der Harnisch noch. Hilfsmittelchen. Diverses. Auf jeden Fall der gesamte Schrott noch. Ja, passt. Jetzt sind wir schon sehr viel leichter. Passt. Super. Gut. Das heißt, wir porten uns hierhin und laufen das Stückchen rüber.
Mann, das ist echt schade. Ich war auch schon bei fast Level 31. Es ist echt, ja, großartig. Das lief echt super. Ja, was soll man machen? Ab und zu läuft's halt schlecht. So. Hier sollte ich dann vielleicht... Nanu? Was? Na, wieso verdrücke ich mir jetzt immer? Die Waffe hätte ich gern. So. Du Deichsel. Du Deichsel. Du suchst hier hoffentlich nach nichts Bestimmtem. Ich will den ausschalten. Oder ist der kaputt? Jetzt ist er kaputt. Ich hasse diese Affen. Da haben wir noch was. Komm her. So. Was haben wir denn da? Tweets. Wenn du das hier liest. Du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür. Benutze den Eingang im Abwasserrohr, wenn du es nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben, Walter. Okay. Für später nehme ich mal an. Also wäre mir halt auch recht. Da waren wir ja schon mal, stimmt eigentlich. Auf jeden Fall möchte ich gern weiter, und zwar in die Richtung. Mitgelaufen, dass wir diese Farm finden. Der Nebel ist ein bisschen unheimlich. Aber normalerweise sollten wir noch nicht angegriffen werden. Schnell, 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 schnell. Boah, ich hoffe so sehr, dass die Aufnahme klappt. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn das ein Dauerzustand wird. So, hier ist alles verlassen, bis auf ein paar Gegner, die hier noch wohnen. Das soll ein Klo, glaube ich, gewesen sein. Boah, ich hätte den Eimer jetzt nicht nehmen sollen, mir graust es gerade. Und zwar... Alter Hancock. Es leben hier noch ein paar Viecher. Die müssen wir zuerst noch alle... Ja. Au! Du scheiß Käfer. Die müssen wir noch alle besiegen. Also alle Käfer, alle Ghule, alle Raider und weiß nicht, was hier herumkrebst, um das Dorf herum. Die müssen... Ja, und da haben wir eine ganz bestimmte Figur. Einen Charakter, einen Typ, also einen Roboter. Eine Art Mr. Cotsworth. Nur, dass es sich hierbei um Austin Powers handelt. Yeah, groovy. Deshalb Austin Powers. Das ist nämlich sein Spruch. Oh man, groovy. Ich hoffe, man hat es gehört. Der ist irgendwie, keine Ahnung. Da ist wieder so ein Scheißkäfer. Ich glaube, sie wird erwischen. Jetzt aber, oder? Ja, bitte. Grausliches Viech, echt. Ach, Klappe. Mistviech. So. Ein Bett. Ansonsten, da haben wir noch was. Eine Kaffeekanne. Da sind wir hier schon wieder fertig. Gut. So, nachladen. Irgendwo sind hier ein paar Gauen, ein paar Bösewichte eben herumgestreunt. Da müssen wir hier reinschauen. Ach so, hier ist nichts. Yo, Mann, groovy. Da oben, war da oben nicht irgendwo was? Ach, ich hab's vergessen, in welchen Häusern da überall was drinnen war. Aber ich glaube, hier schon. Ja, ja. Hier ist schon was. Komm her, du Saukerl. So. Passt. Der Siedler hat's überstanden. So, das nehmen wir alles mit. Die Hirnpilze. Was? Da haben wir auch was Tolles. Hier haben wir auch noch was drin. So. Da ist noch ein Eimerchen. Na, Hancock, alles gut? Gut, Gegner sind hier dabei keine. Dann glaube ich, genau. Da
Das wird eh markiert, freundlicherweise. Da drüben irgendwo. Genau, das machen wir auf. Wenn es uns gelingt. Jetzt aber vielleicht. Jawohl. Geschafft. Käfer. Fehlt mir die Ausdauer oder was? Passt. Käfer kaputt. Tässchen. Und hier ein bisschen was. Und da ist ein bisschen was. Oh, Terpentin. Da. Warte. Hier. Da haben wir noch was Tolles. Ein Rollstuhl, den brauchen wir noch nicht. So schlecht sind wir noch nicht benannt. Da hinten ist noch ein Speibkübel. Subi. Perfekt. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Ein Bettchen zum Schlafen, vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht können wir das ja auch zu unserem Häuschen machen. Passt, genau. Da drinnen sind noch welche. Hallo. Nehme ich zwei Ghule. Der ist jetzt schon mal hin. Der zweite ist auch hin. So. So. Ja, der ist gleich mal rausgestürmt, ne? Das nehmen wir alles mit. Topflappen. Haben wir hier noch was? Oh, Klingenkorn. Super, ein Feuerlöscher. So, na? Achso, Hancock. Hancock. Das haben wir alles, das passt. Sind wir jetzt fertig? Nein, noch nicht. Da gibt es noch immer Viecher. Oder Gegner halt. Und zwar da drinnen haben wir was, oder? Achso, nein, wir sind fertig. Perfekt, wir dürfen schon bauen. Supi. Groovy. So ist es. Da. Da. Und da. Gott sei Dank, wir haben genügend Graffel. Ich habe es letztes Mal hier hingestellt, auf den Stein drauf. Ich werde es, glaube ich, wieder so machen, weil es mir gut gefallen hat. Und dann hoffe ich noch, dass wir genügend Material haben für so einen kleinen Generator, wenigstens für einen großen. Geht sich ein großer aus? Schaut aus. Nehmen wir halt einen großen. Ist mir auch recht. Schaut halt nicht so schön aus, wenn der jetzt hier so steht. Aber dafür zwecksmäßig. Perfekt. Schön verbinden. Passt. Auftrag ausgeführt. Das ging ja super schnell. Super. Ja. Dann gehen wir zurück zu Preston. Vielleicht hat sich jetzt ja so verschoben, dass wir jetzt dafür die Quest kriegen mit dem großen Dungeon, den ich meinte. Schauen wir mal. Wir hauen auf jeden Fall mal ab. Wir haben das ja brav gemacht. Dafür gab es den kleinen Angriff nicht von den Rust... Wie hießen die? Rust Devils oder so? Also diese Roboter-Ausschlachter-Truppe da, die gab es nicht den Angriff. Und ich glaube, es waren ein paar Raider, die uns auch nicht angegriffen haben. Ist auch nicht schlecht, passt auch. Rust Devils, ich glaube sowas. Gut. Warum eigentlich? Das haben wir schon gemacht. Ich muss jetzt ja zu Preston. Wo ist er? Da oben. Lauf. Unsere Rosi mut schon dahin. Da sitzt er jetzt mal in diesem Haus hier. Ja. Hallo Preston. Ich habe den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Genau. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Vielleicht kannst du herausfinden, wo die Dreckskerle herkommen und der Sache ein Ende bereiten. Ja, ja. Mach schon. Um welche Quest handelt es sich diesmal? Ich hoffe, da kommt noch ein Eintrag. Der Slog. Grün heute. Der Slog. Nein, ist wieder wer anders. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Warte. Das muss ich aber, glaube ich, jetzt erst erkunden. Weil... Richtig, ja. Wir sind hier zwar durch. Ich musste nämlich hier irgendwo hin. Da so. Aber vielleicht... Es war nicht die Quest mit dem hier. Nein, nein. Das war irgendeine andere. Also hier eben, wie gesagt. Von denen ausgehend musste ich hier hin. Aber ist ja wurscht. Wir können uns trotzdem hierher porten. Das passt ja. Oder warte. Warte, wir sind ja wieder voll wie ein Christbaum eigentlich, ne? Gehen wir wieder ausleeren, damit wir irgendwann wieder bauen können. Ist mir gerade lieber.
dass wir die Siedlung hier wieder schöner machen können. Ich will sowieso probieren, alle größeren Siedlungen so auszubauen, dass sie wirklich schön und toll und hübsch sind. Ja, wenn es halt passt. Wenn es euch nicht so interessiert, dann mache ich das mal offscreen irgendwann mal. Vielleicht mal nach dem Let's Play oder so. Schauen wir mal. So, ich will das ganze Klump da reinschmeißen. Bitteschön. Die Waffen. Das und dieses. Das und jenes. Und nein, die nicht. Das und die einmal und da. Und die auch. Hirnpilz, Chat, Klingenkorn, knuspriges Eichhörnchenbissen. Lecker, lecker, lecker. Das hat eh kaum Gewicht. Kaki Kuka Kuka war. Da, das hat auch kein Gewicht. Die Dummereien. Steam-Paket werde ich noch brauchen. Diverses. Munition, Inventar, Waffen. Ich glaube, das passt. Ja. Wow. Schaut nicht so schlimm aus. Die habe ich jetzt... Warte. Ja, die habe ich jetzt nichts gegeben, ne? Gut. Dann können wir mal mit dir ein bisschen quatschen. Ja? Hancock. Sieht aus, als könntest du das gebrauchen. Oh, danke. Beziehung? Ich wollte nur mal nachfragen, ob zwischen uns alles in Ordnung ist. Was soll ich sagen? Mir gefällt deine Arbeitsweise. Das ist aber nett. Was meinst du? Die Bruderschaft sitzt also auf einem Haufen Atombomben. Hm. Gefällt mir nicht. Hilft aber wohl gegen die Mutanten. Hm. Wegschicken, vergiss es. Das ist alles. Gut, von mir aus. Ja, wir gehen jetzt weiter. Jetzt bohren wir uns dorthin. Da. Und ich möchte noch versuchen, im heutigen Part die nächste Siedlung zu erreichen. Das dürfte normalerweise sich noch ausgehen. Normalerweise, also beim letzten Mal, als ich dort vorbeigehuscht bin, gab es keine Schwierigkeiten. Ich hoffe das Beste. So, lad ein bisschen schneller, bitte. Perfekt. Ui, und was haben wir da für Wetter? Hinterher siehst du noch aus wie ich. Ach, du bist jetzt sehr bescheiden. Also, Hancock, ne? Der Typi. Super, mitten im Sturm. Ganz gescheit. Irgendwo da vorne müsste es schon sein. Ich weiß noch, es war nicht weit zum Hatschen. Eigentlich. Was haben wir da? Mr. Gazzi. Und der ist böse? Warum? Sind die Deppen jetzt etwa hier? Aggressionator. Tron, Entschuldigung. Ich glaube, es ist schon zu spät. Die haben uns schon entdeckt. Wie viel Pech muss ich jetzt haben? Scheiße. Ja. Ja, und ich muss vor allem die Buffen wechseln. Ach, ist das jetzt blöd. Das wollte ich nicht haben. Ja, ich habe es ja dummerweise ein bisschen herausgefordert, ne? Wo ist denn jetzt hin? Ah, da! Wow. Die macht mich hier kaputt. Was hatten die auf dem Kopf? Jetzt habe ich keine Energie mehr. Und treffen nichts. Null. Oh, Bursche Wiki. Da hat jetzt echt ein Glück mit dem Ausweichen. Aber die weicht außen auch nicht schlecht aus. Puh. Die lädt sich, glaube ich, schon drauf, ne? Die Sau. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Hallo! Die ist einmal hin. Und wo ist der andere? Ich glaube, das passt so. Ich hau ab. So, irgendwo darüber. So.
Na, bleib nicht hängen, lauf weiter, Mädel. Wir haben keine Zeit für das. Ich sehe schon so schickes Wetter. Ja, da ist die Siedlung. Super. Das habe ich, wenn ich. Also das haben wir wenigstens hinbekommen. Also ich halt. Der Slop. Ja, yeah, plus 27. Passt. Puh. Tja, puh, puh. Also, ja. Das ging sich super aus. Ich freue mich. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.